Es geht ab, Leute. Ja, länger nichts mehr gemacht auf YouTube. Der Grund ist, dass ich mega erkältet war. Ich war einfach nur completely in the anus. Ich hasse es, erkältet zu sein. Und ich bin aber wieder sehr, sehr schnell gesund geworden. In 2 Tagen war meine Erkältung weg. Gut, jetzt kann man sagen, Selbstlob. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich mache viel Sport, ich ernähre mich gesund. Sicherlich ist mein Immunsystem schon stark und da bin ich auch echt super dankbar dafür. Aber ich habe ein paar Tricks, wie ich super schnell wieder gesund werde und die will ich euch auch verraten. Tipp Nummer 1 ist schwitzen. Schwitzen, schwitzen, schwitzen. Ganz wichtig, keinen Sport machen. Das heißt jetzt nicht, ihr sollt euch so viel bewegen, dass ihr schwitzt. Auf keinen Fall. Wenn ihr erkältet seid, ist absolute Bewegungsverbot. Ja? Sonst kann sich euer Herzmuskel entzünden und es kann richtig böse ausgehen am Ende. Es kann auch chronisch werden. Im schlimmsten Fall kann man sogar sterben. Ja. Ich meine mit Schwitzen, warm einpacken, richtig warm einpacken und Decke nochmal drüber beim Schlafen. Es ist zwar widerlich, ich weiß, und ihr müsst das Bett auch jedes Mal neu beziehen, weil es voll gesifft ist, aber der Siff ist letztendlich der Dreck, der aus eurem Körper gespült wird. Die Bakterien, der Schlotter, der einfach weg, boah, der rausgespült wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dann, wenn ich erkältet bin, mutiere ich auch gern zur Kräuterhexe. Ich habe hier 2 kleine Fläschchen und in diesen Fläschchen befindet sich zum einen japanisches Heilöl. Das kennt ihr bestimmt, das hat eure Mutter, Oma oder ihr selber bestimmt auch irgendwo rumfliegen. Und Eukalyptusöl, Tropfen, Nase und Kopf. Diese 2 Dinger, die sind wirklich der Hammer, ja. Bekommt ihr in jedem Supermarkt. Also überall, wo es so Tabletten gibt, irgendwie so Omega-3-Fettsäuren-Kapseln und Magnesium-Tabletten und Brause, da findet ihr sowas auch. Gibt es auch in der Apotheke, könnt ihr glaube ich auch im Internet bestellen, aber geht in den nächsten Supermarkt und holt euch sowas. So, wenn ich erkältet bin, nehme ich mir ein Taschentuch oder so eine Küchenrolle, so ein Küchenrollenpapiertuch und tropfe davon jeweils, ich tropfe das komplett voll, dass es richtig, richtig voll gesaugt ist. So, am Anfang ist es echt krass, weil meine ganze Wohnung stinkt dann wie so ein japanischer Voodoo-Laden. Aber es ist richtig geil, weil wenn du schläfst, atmest du diese ätherischen Dämpfe ein. Und das ist gut für die Atemwege. Ja, also wenn man schläft, atmet man ja zwangsläufig und dann atmest du das ein und es ist richtig gut, damit löst sich der Schleim. Die gleichen Tropfen könnt ihr auch fürs Inhalieren nutzen. Ja? Inhalieren kann ich empfehlen. Wenn ihr keinen Inhalator habt, so ein Gerät, wo du reinschnüffelst, dann nehmt ihr einfach eine Schüssel mit heißem Wasser, ein Handtuch über den Kopf und inhaliert 10 Minuten schön tief durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen. Brennt ein bisschen, ihr müsst aufpassen, ihr dürft nicht zu viel nehmen. Und vor allem ist mir aufgefallen, wenn ich beide Tropfen kombiniere auf meinem Küchentuch nachts, ich keine Ahnung, ob das Einbildung ist, aber man schiebt voll die Hallos. Ja, also ich liege dann manchmal da und denk an Sachen und denk bunt und denke an Dinge, die ich sonst nie denke. Ja, also ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Placebo-Effekt ist. Ja, cool, ich schwebe auf einer Wolke, auf einer pflanzlichen Wolke, oder ob das echt irgendwie komische Drogenwirkung hat, das weiß ich nicht. Also es ist pflanzlich. Ja, und mir geht es ja gut. Das kann ich euch nicht genau sagen. Also passt damit ein bisschen auf. Keine Ahnung. Der dritte Tipp, und dazu kommen wir jetzt, ist trinken. Was trinken? Kaffee nicht so geil, Cola auch nicht so geil, Wasser cool, Tee cool. Und ich habe hier so einen Special Sirup, den trinke ich eigentlich immer. Ich habe den in 2 Geschmacksrichtungen, ich habe den noch in Wildbeere. Hier habe ich ihn in Ananas. Ich liebe Ananas, das ist nicht nur meine Partyfrucht, sondern Ananas ist einfach geil. Das ist ein Konzentrat von Vaida, Firma Vaida. Das ist eine Fitness-Bodybuilder-Marke, aber kann Normalo auch nutzen. Also ich nutze es auch. Und da hinten, wie man sieht, auf der Inhaltsangabe sind alle möglichen Vitamine und Mineralien, die man braucht. Ja? So eine Flasche kostet, ich glaube, 12 Euro oder so, 15 Euro. Das ist von mir einfach eine Empfehlung. Ihr könnt es bei Amazon kaufen, bei eBay. Ihr könnt auch in so einen Vaida-Shop fahren. Die gibt es auch in größeren Städten. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, 10, 12 Geschmacksrichtungen. Es gibt Cola, es gibt Energy-Geschmacksrichtungen, es gibt Maracuja, Wildbeere, Apfel, schieß mich tot. Also es gibt wirklich alles. Echt cool. Und ja, das habe ich auch genutzt. Und das habe ich hier in meinen Krug gefüllt. Nicht erschrecken, es ist ein Bierkrug. Das war mal ein Geburtstagsgeschenk von meinem besten Bro damals. Und ja, daraus trinke ich immer. Ich trinke keinen Alkohol, aber ich trinke aus einem Alkoholgefäß. Und ja, das ist jetzt 1 Liter. Und oh, den ballern wir jetzt einfach mal weg. Ne?
gar nicht so schlecht. Abgesehen davon, dass ich mega gesippt habe hier. In Wirklichkeit trinke ich das natürlich nicht so schnell. Ich wollte euch einfach zeigen, dass Trinken mega wichtig ist. Jetzt kommt auch der große Nachteil beim Trinken. Daran denke ich jetzt erst. Ich werde mega oft auf Toilette müssen jetzt die nächsten Minuten. Das ist der große Nachteil beim Trinken. Wenn ihr oft aufs Klo müsst, wenn ihr richtig fluchen müsst, verdammt, ich muss schon wieder auf Toilette, dann trinkt ihr genau richtig. Ja, die meisten Leute trinken immer zu wenig, weil sie sagen, es ist voll stressig, jedes Mal auf Toilette zu gehen. Ja, und, aber Gesundheit geht vor, dann geht auf Toilette. Ja, wenn es euch richtig anpisst, pissen zu müssen, dann macht ihr es genau richtig, dann trinkt ihr genau richtig. Es gibt eine Formel, pro 20 Kilo Körpergewicht sollt ihr 1 Liter. Bedeutet, ich wiege jetzt 80 Kilo zum Beispiel, 20 Kilo sind 4 mal 20, 4 Liter. Ja? Wenn ihr 100 Kilo wiegt, müsst ihr 5 Liter trinken. Was auch ganz wichtig ist, ernährt euch gesund. Versucht trotzdem, auch wenn es euch schlecht geht und ihr vielleicht Bock auf Chips habt oder einen Döner oder einen Hamburger, Pizza, wenn ihr krank seid, versucht trotzdem Gemüse zu essen, Obst, Fleisch, auch wichtig, Kohlenhydrate, achtet darauf, Eiweiß, achtet darauf, dass euer Körper alles bekommt, was er braucht, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Und dann müsste es eigentlich funktionieren, dass ihr viel schneller wieder fit werdet, als wenn ihr einfach normal dahin zieht und euch eine Kippe anzündet und Kaffee sauft und einen fetten Burger frisst und ja, vielleicht mal so ein Gläschen Wasser trinkt am Tag. Nein, mit meinen Tipps werdet ihr definitiv schneller wieder gesund. Das war ein kleiner Ratgeber von mir in der Erkältungs- und Grippezeit, wie man schnell wieder fit wird. Ja, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, dann antworte ich drauf. Bis zum nächsten Mal, euer CBS87TV sagt ciao.